Ich bin noch einmal in Dalwennen angekommen. Heute geht mein Spaziergang aber in die andere Richtung. Diesmal geht es bergauf, hinauf zum Ibergkreuz und zur schönen Aussicht über Schönhagen. Beginne meinen Weg wieder am Anfang des Dorfes, gehe am Campingplatz vorbei, den Berg hinauf in Richtung Röhrig. Oben angekommen, biege ich rechts ab und gehe erst einmal zur Aussichtsplattform von Schönhagen und dann zum Ibergkreuz, anschließend einen steilen Hang hinunter und unterhalb des Berges wieder zurück nach Dalwenden. Mein Weg führt nun gerade an einem idyllischen Campingplatz vorbei, der in der Zeit von Ostern bis Oktober seine Pforten für Gäste geöffnet hat und von wo man aus dann auch herrliche Wanderungen hier im Eichsfeld unternehmen kann. Buschwindröschen und auch schon einige Baumarten blühen im frühen Frühling und bringen uns zum Staunen und die Natur wieder in Farbe. Ein kleines Stück entfernt vom Campingplatz erwartet uns die erste kleine Waldschenke mit einem malerischen Ausblick über das Dorf. Nur einige Schritte weiter erreicht man das nächste kleine Plätzchen mit einigen bequemen Sitzbänken, wichtigen Wanderwegweisern und einem historischen Bildstock, der dir eine wohltuende Rast und Orientierung bietet. Nun geht es bergauf und vorbei an kleinen Kalksteinfelsen, die eine ganz andere Atmosphäre ausstrahlen als die Sandsteinfelsen von gestern. Unterwegs habe ich einen freundlichen Wandersmann mit seinem treuen Begleiter getroffen und wir haben uns über lohnenswerte Wanderziele im Eichsfeld ausgetauscht. Am Plateau angekommen, boten mir zahlreiche Wegweiser verschiedene Optionen. Ich wählte schließlich die Richtung Ibergkreuz, die mich am meisten reizte. Auf dem Weg durch den Wald wurde das leichte Rauschen des Windes oft von lauten Kettensägelärm übertönt. Offenbar waren Forstarbeiter in der Nähe. Der nächste Wegweiser tauchte schon bald darauf wieder auf und ich beschloss zuerst zur Schönhagener Aussicht zu gehen, um dort die wunderschöne Landschaft aus der Vogelperspektive betrachten zu können. Im Frühling war der Wald, den ich hier durchquerte, noch ohne Blätter und das alte Laub vom letzten Jahr lag noch immer auf den Wegen, was aber auch eine besondere Atmosphäre schuf. Nach einer Weile erreichte ich eine Abzweigung, an der ich nach rechts abbiegen musste. Ich war dann auch erfreut, dass mein erstes Ziel für heute nur noch 100 Meter entfernt sein sollte. Ich erreichte nun die Schönhagener Aussicht und wurde von einem beeindruckenden Anblick begrüßt. Ein steil abfallender Kalksteinfelsen bot mir einen wunderschönen Blick auf das Eichsfeld sowie die umliegenden Orte Schönhagen und Birkenfelde. Der Ausblick hier war einzigartig. Ich konnte nicht nur weit ins Land schauen, sondern sogar über die Grenzen der Bundesländer hinwegsehen. Als ich mich dann auf den Rückweg machte, stellte ich auch fest, dass einige Waldstücke aufgrund von Forstarbeiten gesperrt waren. Für mich war das aber weiter nicht schlimm, da ich in diese Richtung heute auch nicht gehen wollte. Auf dem Rückweg entdeckte ich einige Leberblümchen, die ihre Köpfe durch das alte Laub streckten und den Frühling willkommen hießen. Es dauerte auch nicht lange, bis ich das Ibergkreuz erreichte, das mit seiner Wanderschutzhütte und dem Blick auf Uder und Heiligenstadt ein echter Höhepunkt meiner heutigen Wanderung war.
Das Dallwender oder Ibergkreuz steht majestätisch neben der gemütlichen Wanderschutzhütte auf dem kleinen Iberg. Mit seinen Sitzplätzen und einem atemberaubenden Blick auf Birkenfelde bot es einen wunderbaren Ort, um die Aussicht zu genießen und zur Ruhe zu kommen. Da ich nicht denselben Weg zurückgehen wollte, machte ich mich auf die Suche nach einem alternativen Rückweg. Schließlich entdeckte ich einen Hinweis, der einen steilen Abstieg nach Birkenfelde versprach. Der Hinweis führte mich auf einen kleinen Hohlweg, der steil bergab in Richtung Birkenfelde führte. Der Weg war mit viel Laub und Totholz bedeckt und es war eine Herausforderung, ihn sicher hinunterzukommen. So circa 300 Meter ging es nun auch einen geschätzten Höhenunterschied von 70 bis 100 Metern steil bergab. Weiter unten angekommen waren dann auch die Spuren von Forstarbeiten zu sehen und ich konnte immer wieder zurück auf die Kalksteinfelswand im Wald schauen. Hier noch ein Grenzstein und wenn ich dann wieder zurückblicke, sieht man auch die Kalksteinfelswand verlaufen. Der Abstieg hinunter ins Tal dauerte dann doch schon so seine etwa 20 Minuten, bevor ich dann die ersten Häuser von Birkenfelde am Waldrand sehen konnte. Unten angekommen, konnte ich mich dann noch einmal an einer kleinen Waldschenke ausruhen, den Blick hinüber nach Birkenfelde genießen, ehe es dann auf dem Wanderweg entlang des Waldes in Richtung Dallwenden weiterging. Hier unten am Fuße des Berges öffnete sich auch wieder ein weiter Blick hinüber bis zum Rusteberg, der sicherlich ebenso beeindruckend war wie die Blicke, die ich ja erst von oben hatte. Radfahrer und auch Spaziergänger mit Hund waren an diesem Tage auch hier auf dem Weg zwischen Dallwenden und Birkenfelde unterwegs. Als ich weiter entlang des Weges ging, kam ich an einer Pferdekoppel vorbei. Ich konnte Pferde und Schafe sehen, die friedlich beieinander waren. Besonders die jungen Lämmer waren sehr niedlich anzusehen. Kurz vor Dallwenden erreichte ich noch einmal einen Rastplatz am Wegerand. Hier konnte man sich ausruhen und die Natur genießen und es war eine angenehme Möglichkeit, um noch einmal kurz zu verschnaufen und die letzten Meter bis in den Ort zu bewältigen. Vom Ortsrand wage ich noch einmal einen Blick hinauf zum Ibergkreuz und wenn man genau hinschaut, sieht man die Kreuzspitze hier über den Baumwipfeln hinwegragen. Mit Blick auf Kirche und Bushaltestelle ging es nun zurück zu meinem Parkplatz und es endete für mich ein weiterer schöner Spaziergang hier rings um Dallwenden. Das sieht ja auch gut aus.